Hallo und herzlich willkommen zu GamesTV 24 Daily. Und es geht los mit Batman. Denn da gibt es jetzt möglicherweise Neuigkeiten, wann denn eigentlich die gepatchte, gefixte Version von Batman erscheint. Ja, die basieren, soweit die gute Nachricht, auf unbestätigten Leaks. Das heißt, das kann auch einfach nicht stimmen, was sich wahrscheinlich die meisten Spieler wünschen, die Batman auf dem PC spielen wollen. Es gibt nämlich eine Händlerkette für Computer- und Videospiele, EB Games. Die sind auch in Australien vertreten. Und da sind angeblich interne E-Mails geleakt, denen zufolge EB Games von Warner erfahren hat, dass das Fixen der PC-Version, bis man die wieder sinnvoll verkaufen kann, bis zum Frühjahr dauern soll und man deshalb bei EB Games Australien die Dinger vielleicht erstmal wieder aus dem Regal räumt. Ja. Jetzt ist damit nicht unser europäischer Frühling gemeint, also es dauert nicht ein ganz halbes Jahr, sondern der australische, der geht so von September bis November, ja. Aber das ist ja schlimm genug. Eigentlich schon, wenn ja. Wenn das denn stimmen würde, sollte. So, und das ist auch könnte. Der wichtige Punkt, ja, das ist nichts Offizielles, ja. Sondern das sind halt angeblich geleakte, angebliche E-Mails zu mit dieser angeblichen Info zum angeblichen Fixtermin. Und deswegen, das ist so viel angeblich drin, deswegen sollten wir jetzt erstmal abwarten. Aber häufig steckt in solchen Dingen ja ein kleiner Kern Wahrheit. Und wir hoffen es natürlich nicht. Ja, es soll ja die Woche eigentlich noch ja. Ein offizielles Update geben zum Fortschritt. Richtig. Also man würde mal hoffen, dass es nicht bis September und schon gar nicht bis November dauert. Ja. Aber ja. Ja. Kommen wir zur erfreulicheren Nachricht. Richtig, nämlich zu StarCraft 2. Da haben wir ja schon mal erzählt von dieser Prolog-Kampagne jetzt zum abschließenden dritten Teil der StarCraft 2-Saga. Und zwar diese diese Prolog-Kampagne. Die heißt ja Stimmen des Untergangs, besteht aus drei Missionen, in denen man mit Zeratul spricht. Den kennen natürlich StarCraft 2-Fans. Und die quasi den Übergang zwischen der Zer-Kampagne Heart of the Swarm und der Protoss-Kampagne, jetzt Legacy of the Void sozusagen, bilden soll. Und ja, ab wann bekommt man das denn? Ja, das ist grundsätzlich die wichtige Info, den bekommt irgendwann jeder. Also noch bevor Legacy of the Void rauskommt, soll das ja. Kostenlos für alle veröffentlicht werden. Aber wer es jetzt schon haben möchte, bekommt es, wenn er oder sie Legacy of the Void vorbestellt, was ab heute geht. Entweder digital oder auch bei, so heißt es in der Ankündigung, ausgewählten Händlern. Welche das genau sind, steht da leider nicht. Im Zweifelsfall bei einer Vorbestellung gucken, ob das dabei ist. Wichtig ist allerdings, dass man den Zugang zu diesem Prolog in der Beta zu Legacy of the Void bekommt, weil man da entsprechend den Beta-Zugang bekommt. Das heißt aber auch, man spielt diesen Prolog jetzt vorab in der Beta. Wenn man also tatsächlich auf Achievements oder so aus ist, muss man es dann irgendwann nochmal spielen, wenn es für alle da ist. Denn der Fortschritt, alles was man sich da an ja, Achievements zum Beispiel spielt in der Beta, wird natürlich nicht übernommen. Also das ist wichtig. Und wenn ich als Beta-Tester jetzt nicht vorbestelle, dann auch nicht. Dann kriegst du es auch nicht. Nein. Also jetzt schon Beta-Zugang haben heißt nicht, ach der Prolog ist jetzt in der Beta, dann spiele ich den auch, sondern den bekommt man tatsächlich nur, wenn man vorbestellt. Also muss jeder wissen, wie gesagt, nochmal, den gibt es auch irgendwann so kostenlos für alle. Also man muss nicht vorbestellen, um den spielen zu können. Und dann gibt es noch ein paar Informationen zur Vorbestellung an sich, auch zur physikalischen Collectors Edition, die ja bei Blizzard meistens so ein bisschen nach Schema F ist. Leider. Die ist in diesem Fall ein Tick weniger Schema F, da wo nämlich normalerweise ein Artbook dabei wäre, ist, das sieht man jetzt auch im Video, nämlich ja so ein Handbuch für die Terraner dabei, wo also eher so Einheiten erklärt werden, Gegner erklärt werden. Und so weiter. Es sieht so ein bisschen eher nach einem Strategie- als nach einem Artbook aus. Für Sammler und Fans sicherlich ganz nett. Ansonsten ist das drin, was bei Blizzard immer drin ist. Making of DVD, Soundtrack. Früher, ja, also ich weiß noch bei StarCraft 1 beispielsweise, ja, oder bei WarCraft 2, da war noch so ein richtig schönes Handbuch dabei. So völlig kostenlos. Zum Spiel quasi, mit so Strategien und vielen Informationen. Ja. Handbücher. Ja, Handbücher. Das war noch richtig schön. Jetzt gibt es das halt nur gegen solche Geschichten. Hattest du die digitalen... Nein, noch nicht. Okay, was ist noch drin? Ja, das übliche Paket. Da ist drin Soundtrack, Making-of-DVD, StarCraft, Porträts, Hearthstone-Kartenrücken. Jetzt natürlich auch immer ein gern gesehener Gast in diesen Collector's Editions. Ein Heroes of the Storm Reittier und natürlich das unvermeidliche Pet für World of Warcraft, das ist auch dabei. Also sprich, mittlerweile muss Blizzard bei jeder Codex Edition halt für jeden
Ja, wobei Diablo fehlt diesmal, glaube ich, hier. Diablo fehlt, richtig. Die digitalen Goodies gibt es natürlich auch, wenn man die digitale Deluxe Edition heißt, die dann, glaube ich, kauft, was halt heutzutage so vorbestellbar Standard ist, mehr oder weniger. Noch eine ganz nette Nebeninfo, jeder, der Legacy of the Void kauft, also irgendwann mal kauft, jetzt vorbestellt, wie auch immer und egal in welcher Edition, soll auch noch einen noch nicht angekündigten Heroes of the Storm Charakter bekommen, dann aus dem StarCraft-Universum. Ja. Dann noch eine wichtige Info, Heart of the Swarm verliert sozusagen diesen Add-on-Status. Vorher musste man ja sozusagen das originale StarCraft Wings of Liberty haben. Jetzt ist Heart of the Swarm sozusagen Standalone. Das heißt, wenn ich es mir hole, dann funktioniert es auch ohne den Vorgänger. Wobei man den eigentlich spielen sollte, meiner Meinung nach. Um diese ganze Story sozusagen. Macht, glaube ich, schon Sinn, die alle zu spielen. Aber wer Heart of the Swarm einzeln haben möchte, der kann das jetzt tun. Ist ab sofort Standalone. Ja. Noch eine ganz nette Nebeninfo dabei ist, dass ab sofort, bisher war es so, dass Modder, StarCraft 2 hat ja auch einen sehr umfangreichen Editor und eine sehr lebhafte Arcade, heißt ja da der Community-Modding-Platz, eine aktive Community. Da war es bisher so, dass die Modder auch nur die Assets, also die Grafiken, Sounds und so weiter benutzen konnten zu den StarCraft 2 Teilen, die sie auch selber gekauft haben. Das fällt jetzt auch weg. Also man muss als Modder einfach nur einen von den dreien gekauft haben und hat dann Zugriff auf alle Materialien. Also potenziell fallen vielleicht demnächst auch noch ein paar interessantere weitere Mods raus. Genau. Also schöne neue Infos zu StarCraft 2. Dann gibt es auch was zu Shenmue 3. Ihr wisst schon, dieses Spiel, das alle Leute völlig verrückt gemacht hat, nachdem es angekündigt wurde. Da ist ja diese Geschichte gewesen, dass das Spiel teilweise auf Kickstarter finanziert wird. Und diese Kickstarter-Kampagne befindet sich jetzt im Endspiel sozusagen. Die finalen Stunden laufen. Und derzeit steht das Projekt bei 5,1 Millionen US-Dollar. Ist das eigentlich eine Enttäuschung oder ist das gut? Das müsstest du die Macher fragen. Also im Kickstarter-Maßstab ist das ziemlich gut. Ja. Was Shenmue 3 nämlich sehr wahrscheinlich noch schafft, ist tatsächlich das Computer- oder Videospiel mit der meist gespendetsten Summe zu werden. Sehr das ist derzeit noch Bloodstained mit 5,5 und ein paar zerquetschten Millionen. Das schafft Shenmue, glaube ich, noch. Ja, was ein bisschen fraglich ist, ob es denn noch diese 10 Millionen werden, die ja angeblich für die volle Open-World-Erfahrung nötig sind. Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist ja bei Kickstarter auch Standard, dass zum Schluss nochmal deutlich mehr gegeben wird. Insofern, auch wenn jetzt Hardcore-Shenmue-Fans vielleicht die Summe, die sie schon gegeben haben, nochmal erhöhen, vielleicht wären es tatsächlich noch 10 Millionen, man weiß es nicht. Also jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, sind noch ungefähr 40 Stunden übrig. Ja. Also schon noch ein ganzer Batzen Zeit. Und das heißt, wer von euch noch nicht unterstützt hat, diese ganze Sache vielleicht auch so ein bisschen komisch fand, mit so richtig transparent war da, oder ist das ja nach wie vor alles nicht. Aber hat jetzt dann eben noch ein bisschen Zeit zu unterstützen. Inzwischen gibt es ja auch als mögliche Belohnung physikalische, also echte Versionen auf Disk für PC und für PlayStation 4. Genau. Also da am besten nochmal reinschauen. Ihr habt, wie gesagt, noch so rund 40 Stunden Zeit ab jetzt, also wahrscheinlich so zwischen 14 und 30 Stunden, ab dem ihr das jetzt hier schaut. Und da könnt ihr dann einfach mal noch reinschauen. Dann gibt es jetzt den Veröffentlichungstermin für alle Spieler von The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Und zwar heißt dieser Free-to-Play, dieser DLC, heißt Kaiserstadt. Genau. Wann erscheint er? Der Veröffentlichungsdatum für den DLC, den gibt es jetzt für den ersten. Der ist ein bisschen kompliziert. Der erscheint am 31. August für PC und Mac. Am 15. September für Xbox One und am 16. September für PS4. Ja, so ist das halt. Ist dann eben der erste Inhalts-DLC, die erste große DLC-Erweiterung, nennen wir es so, seit der Free-to-Play-Umstellung auf Tamriel Unlimited. Gibt es für alle, die dieses inzwischen ja optionale ESO Plus Abo haben, kostenlos. Alle anderen müssen dafür im Ingame-Shop 2500 Kronen bezahlen. Was ist das in Euro? Das lässt sich nicht so richtig gut umrechnen, weil man nicht wirklich auf 2500 Kronen aufladen kann. Die höhere Aufladung wäre auf ungefähr 3000 Kronen oder auf genau 3000 Kronen, die kostet so 21 Euro. Also im Endeffekt, so teuer ist dann auch der DLC, weil... Was bietet er? Also natürlich die Kaiserstadt als neues PvE und PvP-Gebiet, ein öffentliches Verlies mit PvP 2. PvE Dungeons. Neuer Handwerksstil ist dabei, neue Quests, neue Items.
Und natürlich wird das Ganze mit einem Update auch veröffentlicht, der Engine sozusagen. Und da gibt es zahlreiche Fehlerbehebungen und Anpassungen, neue passive Handwerksfähigkeiten, mehr Erfahrungspunkte für Quests und einiges mehr. Dieses Update ohne Kaiserstadt und diese neuen Inhalte und so weiter, das gibt es natürlich auch für alle Spieler. Also wenn ihr da jetzt noch keinen Bock habt auf den oder einfach noch nicht so weit seid auf diesen neuen Inhalt, dann kriegt ihr natürlich auch die Sachen vom Update einfach so. Genau, ja. Also ist insgesamt ein relativ rundes Paket, glaube ich, sowohl für gerade Konsolenspieler, die haben ja Gänsefüßchen gerade erst angefangen mit Teso. Ja. Also da gibt es dann aber mit dem Update auch schon diverses, was in der Levelphase hilft. Und wer schon länger dabei ist, bekommt dann mit dem Update auch ein bisschen und vor allem mit der Kaiserstadt was. Also klingt jetzt erstmal nach einem relativ runden Paket. Mal gucken, wie es Teso jetzt so ergeht. Richtig. In der Free-to-Play-Zukunft. Egal, ob ihr Teso spielt, Starcraft 2 oder euch auf Champion 3 freut, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und sagen bis morgen. Tschüss.